Josh. Oh, scheiße. Josh! Josh. Oh, oh, wirklich gut. Ihr alle hier habt mich erkannt. Und nach allem, was ihr erlebt habt, gut. Gut, 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 gut. Wie fühlt sich das an? Also, wie ist das? Ist es schön, wenn man terrorisiert wird, gedemütigt, in Panik? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein, 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 sie sind fort. Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh, aber keiner von uns lacht. Ach, kommt, 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 kommt. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast, stimmt's? Und wie sie gerast sind. Ich meine, bei jedem von euch. Bum, 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 bum. Ich hoffe, ihr wart begeistert von meinem phantasmagorischen Spektakel. Ich finde kein Detail zu klein. Oh, ist das keine Gelegenheit ungenutzt. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich war der Puppenspieler. Bei eurer pavlovschen Panik. Und all das Blut. Ich meine, Blut. Da war Blut in Massen. Falsche Leichen. Ich meine, der Scheiß war so teuer. Und alles ohne Probe. Nein, 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 alles ungeprobt. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Ich hatte euch am Haken. Jeden einzelnen von euch. Josh, warum tust du das? Wozu sprichst du überhaupt mit dieser miesen Ratte? Der spinnt doch. Er hat eine Schraube locker. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das reicht. Mike, er ist krank. Was? Kommt schon, ihr werdet mir noch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halt, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird. Ich meine, wir haben unerwiderte Liebe. Wir haben Blut. Ich glaube, es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt, allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Jungs! Jungs, kommt schon! Wirklich, das ist doch völlig verrückt! Halt's Maul! Warum schlägst du sie? Ha? Warum musstest du sie schlagen? Wovon redest du da? Du hast Ashley geschlagen, du Stück Scheiße! Oh! Ich war so wütend. Man schlägt keine Mädchen. Das geht gar nicht. Kumpel, Alter, Chris, Bro. Ich bin nicht dein Bro. Wo gehen wir hin? Wohin bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg, Bro. Was? Damit du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen. Kommt schon. Ich hab gar nichts gemacht. Ist das dein Ernst, Mann? Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch. Ich war das nicht. Michael, bitte glaub mir doch, Mann. Ich war das nicht mit Jessica. Abtun oder beschimpfen? Sei still, was hast du verdient? Ich glaube, er ist nicht der Bitch. Ich sag abtun. Sei still. Hör auf, Mann. Halt endlich dein Maul. Chris, hey, komm schon, Kumpel. Wir sind doch Partner. Hör auf, das stimmt doch gar nicht. Ach, na schön, spiel den Arsch! Ich hoffe, mein Akku hält noch aus. Ihr seht doch nur, was ihr sehen wollt. Ihr seid die Klappe! Ihr seid... Alter. Ist nicht meine Schuld, dass ihr Penner keinen Spaß versteht. Oh, hey, hab ich dir wehgetan? Hast du jetzt irgendwo leichte Schmerzen? Das tut mir ja so sehr leid, Mann! Schluss, Mann! Scheiße, Stop. Alter! Michael! Mike, sorry, Mann! Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir tut, dass Jessica etwas zugestoßen ist, aber ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Aggressiv oder wütend? Es nicht zu trauen, halt einfach die Fresse. Ich glaube, er ist aggressiv, weil er immer noch, weil er Ashley geschlagen hat. Ja, und er soll einfach jetzt nur noch den Mund halten, mehr nicht. Ja, passt auch. Halt einfach die Fresse, Josh. Aus der Sache kannst du dich nicht mehr rausreden.
Können wir uns nicht einfach alle vertragen? Verdammt! Wir meinen das ernst. Das ist nicht richtig. Nein, so war das alles doch überhaupt nicht geplant. Ihr seid ein Haufen Fieslinge. Ihr könnt doch nicht jemanden einfach so hier hängen lassen, Jungs. Ha? Nicht, dass ihr die Eier hättet, wirklich irgendwas Entscheidendes zu unternehmen. Halt die Schnauze. Wobei, du bist ein Feigling, passt ja auch, ne? Ah, ich nehme auch aggressiv. Mhm. Alter, halt doch einfach nur die Schnauze, Mann! Oh. Oh ja. Das ist, was ich meine. Ich weiß nicht mal, was du meinst. Weil da nichts ist, was ich bereuen würde. Oh mein Gott. Okay, fesselt mich nur, okay? Halt still, Mann. Klar, still. Weil das Fesseln erschwert, wenn das Opfer sich wehrt. Josh, Mann! Lässt du mir noch ein bisschen Spielraum, ja? Was muss ich tun, damit du still bist? Oh, nicht so stramm, okay? Nicht so stramm, okay? Ich kann sonst nicht zappeln. Kabelbinder, die sind der Trotz. Ja. In Gottes Namen, Faselkabel, bitte. Das ist ganz schön krass. Geiselnahme. War früher schon mal so drauf? Mindestens nein, für drei Geiseln so oder ihr Geld zurück. Alle sind dumm. Dumm. Chris und Ash. Chris ist ein Arsch. Ashley ist ein Dumm. Wie bitte? Was sagst du da? Ich sagte, du bist ein dummer Dummkopf. Wie bist du denn drauf? Oh, Ashley. Oh. Ashley, du wirst nicht sterben. Ich hol dich da raus. In meinen wildesten Träumen hätte ich nie gedacht, dass du mich magst. Es reicht. Kennst du dieses Geräusch nicht? Es heißt, ich küsse niemals Ashley, du Pussy! Schluss! Ja, hör mal. Überlass doch lieber Ashley unserem Mike. Ich meine, immerhin hat er ja schon ein paar Kerben im Bettpfosten, was? Er nimmt sie ran! Du bist verfickt erbärmlich, Christopher! Ich mach den Typen alle! Hör nicht auf ihn! Er ist es nicht wert. Hey, Mike! Mike! Mike, was? Was war da? Mit Jess, Mike? Du weißt, was da war. Nein, tu ich nicht. Ich hab ein Problem, Mike. Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Ich meine, also ich denke, also daran würde ich mich sicher erinnern, weißt du? Sie ist so weich. Und bestimmt hat sie einen wirklich heißen Body. Halt dein verficktes Maul! Schlagen. Verdammtes Schwein! Halt! Stopp, Mann! Hör auf! Was soll der Scheiß? Du wolltest schießen. Ich hab nur so getan, Mann. Um ihm Angst zu machen. Damit er mal sieht, wie das ist. Gott verdammt, Mann, ich hab ihn fast kalt gemacht. Ganz ruhig. Alles gut. Ihm fehlt nichts. Ich hab das nicht gern getan. Tja, wenigstens ist er jetzt still. Geh zurück zur Lodge, Mann. Was? Warum? Ich bewache ihn bis morgen früh. Und du sollst dabei nicht ständig auf ihn einprügeln. Das ist nicht fair. Ich wollte dich nur beschützen. Ja, tja, Job erledigt. Nimm eine Auszeit. Was soll denn das, Mann? Geh zurück zur Lodge. Los. Alter. Jetzt! Was für ein kranker Freak. Josh. Josh! Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein. Sie sind fort. Jessica ist wirklich tot. Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord.
So eine Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott! Was? Kapitel 8, Enthüllung. 3 Stunden bis zum Morgen. Ben und Steve! Okay. Und verschwinde schnell von hier! Sofort! Was? Oh shit! Oh shit! Oh Mann! Wo geht's denn lang? Ich würde dir sogar einen Cut vorschlagen. Okay. Weil mein Akku ist fast leer. Okay. Und ich muss ja gleich nochmal. Ach so. Um halb. Ja, stimmt. Wir haben schon 8 Uhr. Ja, okay. Da machen wir einen Cut. Da machen wir jetzt einen Cut und machen dann beim nächsten Mal weiter. Wir haben ja nur 4 Stunden, 16 Minuten. Da kannst du ein paar Folgen draus machen, oder? Da sind ein paar Folgen auf jeden Fall drin, ja.